Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Es ist pünktlich genau 18 Uhr und wir starten in den letzten großen offiziellen Programmpunkt in unsere Diskussion, in unser Panelgespräch auf der Suche nach Thesen für eine zeitgemäße Oberstufe. Und da steckt natürlich viel drin. Und wir sollten das natürlich auch begründen, nicht nur mit dem, was wir in den vergangenen zwei Tagen seit gestern Mittag diskutiert, entwickelt haben, Ideen, die aufgetaucht sind, Modelle, die wir kennengelernt haben, Ansätze, die uns vorgestellt wurden, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen aus dem Erfahrungsschatz schöpfen, der im Rahmen der Deutschen Schulakademie schon angehäuft wurde. Und ich freue mich sehr, dass die beiden LeiterInnen der Innovationslabore bei uns sind und darf ganz herzlich begrüßen, Barbara Stockmeier und Friedemann Stöffler. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir werden gerade auf die Bühne geholt gewissermaßen. Ja, ich habe es gerade gesagt, Sie sind beide sozusagen aus dem Bildungssegment in unterschiedlichen Funktionen ja seit Jahren und ohne frech zu sein, Jahrzehnten zum Teil tätig, haben im Rahmen der Schulakademie und im Rahmen der Innovationslabore nochmal ein bisschen genauer hingeschaut, was man denn tun kann und haben experimentiert, haben Erfahrungen zusammengetragen, die einerseits sich um neue Lehr- und Lernformate und um Prüfungsformate drehen bei Ihnen, Frau Stockmeier, und bei Herrn Stöffler um G-Flex, also die Flexibilisierung dessen, was wir als Oberstufe kennen. Und ich würde gerne diese Runde, dieses Panel mit Ihnen beiden zunächst mal damit beginnen, wie diese Erfahrungen waren in den vergangenen drei Jahren Innovationslabor, was da an Entwicklungen drin war, was Sie vielleicht selber besonders stark beeindruckt hat, überrascht hat, begeistert hat. Frau Stockmeier, möchten Sie anfangen? Vielen Dank, Herr Himmelrath, sehr gerne. Das Innovationslabor Neue Oberstufe hat in den letzten drei Jahren zusammengearbeitet, vielleicht zur Zusammensetzung was ganz Interessantes für die Zuhörenden. Es war eine spannende Mischung aus Perspektiven, sowohl Schulpraktikerinnen und Schulpraktiker aus unterschiedlichen Schulen verteilt auf Deutschland, Vertreterinnen aus Stiftungen und Unternehmen waren vertreten, ebenso ein Vertreter aus der Schulaufsicht und Schülerinnen und Schüler, die immer dazu kamen, sodass wir eine spannende Multiperspektive hatten. Und Sie fragen so nach den Aha-Momenten oder spannenden Impulsen. Ich denke, ein wichtiger Aha-Moment ist für uns alle gewesen, Schulentwicklung ist so individuell wie jede Schule, sodass aus einer Gruppe wie dem Innovationslabor, wo sich eine bestimmte Expertise bald Inspirationen und Impulse an die gegeben werden können, die in jedem Fall alle weitergedacht werden können und dürfen, um sie auf die eigene Schulkultur, das eigene Umfeld anzupassen und weiterzuentwickeln. Ebenso weiterer Moment, ein wichtiger Moment in unserer Arbeit, der sich auch abbildet, ist das große Wort Schulentwicklung und das große Wort Weiterentwicklung der Oberstufe zu einer neuen Oberstufe kann in gleichwertig wertvollen, kleinen wie mittelgroßen wie großen Schritten erfolgen. Jeder einzelne Veränderungsbaustein, so sind unsere Ergebnisse aufgebaut, den man auch nur punktuell in seine Oberstufe einbaut, um einen kleines, schmackhaftes Moment zu generieren, ist ein wichtiger Schritt in die Entwicklung. Nicht jede Schulentwicklung beinhaltet einen großen Transformationsprozess auf Organisationsebene und Unterrichtsebene. Auch das ein wichtiger, ermutigender Impuls von unserer Seite. Kleine Schritte tun es. Und der letzte Moment, wir bewegen uns, das haben wir in diesen beiden Tagen immer wieder gehört, wir bewegen uns in diesem Spannungsfeld aus Gestaltungsräume unserer Schulen nutzen, ich nenne es mal Grauzonen mutig ausschöpfen, die Spielräume suchen, um im Hier und Jetzt die Zukunft lebendig werden zu lassen, an den Orten, an denen wir arbeiten. Und der andere Pol bewegt sich auf der Ebene der starken Richtlinien, starken Reglementierungen, denen wir auch in Oberstufe begegnen und die uns scheinbar
und auch offensichtlich immer wieder eine Hürde sind, wo wir uns gestoppt fühlen, zurückgedrängt fühlen, entmutigt fühlen und uns fragen, was können wir tun, welche Räume der Begegnung, des Austauschs, des Diskurses können wir schaffen, um besser ins Gespräch zu kommen aus Schulpraxis, Schulverwaltung, behördlicher Ebene, um gemeinsam die Zukunft für eine Oberstufe zu gestalten. Denn wie wir gehört haben in dem Panel, Frau von Ackeren, Herr Kramer und wie hieß die tolle Kollegin, die Studentin, ich habe ihren Namen vergessen, das muss sie mir verzeihen, hoffentlich. Ja, finden wir noch raus, Frau Kassier, glaube ich, ja. Vielen Dank. Kruska. Frau Kruska, vielen Dank. Wir konnten dort sehr genau spüren und hören und auch in beiden Impulsen von Frau Bosse und Frau Slifka. Wir ziehen alle an einem gleichen Strang. Wir haben gegebenenfalls unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Herangehensweisen. Das Ziel vereint uns. Wir wollen eine zukunftsfähige Oberstufe, in denen, so wurde es genannt, wir nicht mehr diskutieren wollen über digitale Fähigkeiten. Wir wollen nicht mehr diskutieren über Persönlichkeitsentwicklung, über mehr Schülerteilhabe, über die wertvollen und wichtigen Basiskompetenzen, Literacy und Numeracy. Wir wissen, wir brauchen neben einer vertieften Allgemeinung, Persönlichkeitsentwicklung, Interessensorientierung, Studien- und Berufsorientierung. Wir wissen, das wissen wir, und es muss uns gelingen, einen gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Vision einzuschlagen, dass wir das mit geballter Kraft schaffen. Und für mich ist der wichtigste Moment, ob in einem Innovationslabor oder einer Steuergruppe oder einem Netzwerk, gemeinsam im Hier und Jetzt die Zukunft lebendig werden lassen, tun, was wir tun können, Spielräume ausloten, Grauzonen bunt werden lassen und in gleicher Dynamik entsprechende Diskurse auf anderer Ebene, auf anderer Flughöhe starten und anstoßen, sodass wir immer zeigen können, von dem, was wir sprechen, von dem, was wir träumen für eine neue Oberstufe, das können wir im Hier und Jetzt schon im Kleinen tun. Und wenn wir mehr Unterstützung auf struktureller Ebene kriegen, können wir das auch noch in seiner Gänze entfalten. Vielen Dank. Ich finde das einen spannenden Ansatz, weil Sie sehr stark auf im Grunde etwas abstellen, was wir ja im Umgang mit Schülerinnen und Schülern immer wieder einfordern und auch vorantreiben und protegieren, nämlich die Selbstwirksamkeitserfahrung. Und was Sie jetzt beschreiben als das Ausfüllen von Grauräumen oder von Zwischenräumen, mutig hineingehen, das ist ja im Grunde genau das, sich Selbstwirksamkeitserfahrungen zu verschaffen. Ich nehme das mal als Anlass, um rüberzuleiten zu Friedemann Stöffler, der das andere Innovationslabor begleitet hat, geleitet hat, koordiniert hat. Wo docken Sie an die Erfahrungen von Frau Stockmeier? Wo sagen Sie, bei uns waren die Schwerpunkte ein paar andere? Also ich kann in vielem eigentlich nur natürlich mit einem gewissen anderen Blickwinkel. Wir waren andere Schulen. Wir waren 14 Schulen mit vielen Beteiligten aus ganz Deutschland, von Salem bis Rostock, eigentlich im Wesentlichen dasselbe bestätigen. Ich würde drei Schwerpunkte nennen, die wir hatten. Also das eine war auch das, was Barbara gesagt hat, zunächst mal zu entdecken. Also nicht einfach nur zu sagen, was alles nicht geht, sondern zu schauen, was geht denn wirklich? Und da Spielräume zu schaffen und Spielräume zu bekommen. Bei uns in unserer Gruppe waren es ganz viele, die gesagt haben, wir können die zeitliche Flexibilität noch etwas an der Stelle wirklich noch mal arbeiten. Also man muss nicht jede Unterrichtsstunde als Unterrichtsstunde halten, sondern man kann zum Beispiel bis zu einem Drittel in Freiarbeit oder was auch immer oder in Projekte überführen, selbst in der Oberstufe. Und das haben Schulen gemacht, selbst in der Corona-Zeit. Das hat mich total begeistert, was da auch in den Zeiten möglich war. Übrigens da eine Randbemerkung. Ich habe auch den Eindruck, guten Schulen wurden in der Corona-Zeit gestärkt, weil sie flexibel auf verschiedene Situationen reagieren können und haben auch da gezeigt, was sie können. Und unser Ziel müsste es eigentlich sein, alle Schulen auf diesen Weg mitzunehmen, flexibel zu reagieren auf Herausforderungen, die in der Gesellschaft kommen und die uns jetzt gerade in dieser Zeit besonders beschäftigt haben. Ein zweiter Punkt haben wir aber auch gemerkt, das hat die Barbara auch schon angesprochen, dass
wir durchaus auch mit den Rahmenbedingungen kämpfen. Wenn wir den Vortrag heute von Anne Slivka uns nochmal vergegenwärtigen, dann waren so viele tolle Ideen darin, wo wir sagen, warum geht das alles in Deutschland nicht? Und an den Punkten nachzufragen, wo man kann, auch im politischen Diskurs. Und warum gibt es eigentlich, das wäre so meine entscheidende Frage, warum gibt es eigentlich keinen so einen Diskurs, wie wir ihn hier führen? Ich freue mich sehr darüber, dass er geführt werden kann im Rahmen der Schulakademie. Ich würde mir wünschen, dass es ein bundespolitisches Forum gibt, wo Bildungsfragen diskutiert werden, auch auf politischer Ebene. Das gibt es nicht. Es gibt keine Debatten im Bundestag darüber, weil der nicht zuständig ist. Es gibt die Debatten in den Landtagen, aber die sind ja auch nicht zuständig. Und dann gibt es die KMK als Organ der Exekutive, wo die Debatte nicht ermöglicht, wo kein Forum bietet, um öffentlich über diese Fragen zu diskutieren. Wie wollen wir eigentlich Bildung, wie wollen wir Abitur, wie wollen wir überhaupt Abschlussprüfungen auf Dauer gestalten? Also diese Fragen haben uns auch beschäftigt und beschäftigen uns weiterhin. Und ein dritter Punkt, wir haben gemerkt, bei vielen scheitern die guten Ideen nicht an den guten Ideen, sondern scheitern an den Fragen, wie kriegen wir das in unserer Schule umgesetzt, also an den Schulentwicklungsfragen. Und das ist die dritte Ebene, wo ich denke, es lohnt sich, und auch in diesem Forum haben wir das ja gesehen, dass die Schulentwicklungsfragen wichtige Fragen waren. Also die Fragen, wie kriegen wir unsere neuen Ideen, die wir jetzt alle mitbringen, wie kriegen wir die in unserem Schulalltag umgesetzt? Was für Stellschrauben müssen wir drehen? Mit wem müssen wir reden? Wo fehlen da die Strukturen, um Innovation in unseren Schulen zu verankern? Und das wäre die dritte Ebene, die bei uns eine wesentliche Rolle gespielt hat. Ich nehme mal dieses Bild von den Stellschrauben auf, das Sie gerade aufgeworfen haben. Welches ist denn die wichtigste oder vielleicht die zwei wichtigsten Stellschrauben, Frau Stockmeier und Herr Stöffler, aus Ihrer jeweiligen Perspektive? Wo lohnt es sich zu drehen und wo kann man sagen, die Schraube, die machen wir vielleicht ein bisschen später? Frau Stockmeier. Sie meinen Stellschrauben für die Schulentwicklung? Ja, für eine Entwicklung guter Schulen und dann letztlich natürlich auch für die von uns gewünschte Umgestaltung der Oberstufen. Ich glaube, Sie haben vorhin meine Ausführungen gemerkt. Ich denke gerne aus der Perspektive der Schulpraktikerinnen, die morgen in ihre Schule zurückgehen. Und wenn ich an uns denke, die wir in Schule sind, sind für mich zwei Stellschrauben besonders wichtig. Das eine, wie kann es uns gelingen, dass wir gemeinsam mit allen beteiligten Schülerinnen, Eltern, Kolleginnen, zusammen, gegebenenfalls Verwaltung, Schulträger, wie können wir gemeinsam die Zukunft im Heute in Mikrostrukturen schon lebendig werden lassen. Warum glaube ich, dass das eine Stellschraube ist? Wenn wir im Kleinen erleben, welche Wirkung neue Lehr-Lernformate auf uns als Pädagoginnen haben, auf uns als Schülerinnen haben, auf uns als Eltern haben, dann erspüren und erfahren wir, was wir weiterentwickeln wollen und von was wir mehr wollen, weil wir diesen Erfahrungsraum erlebt haben. Und ich glaube, dass das ein großer Motor ist, mutig in die Spielräume hineinzugehen und fünf gerade sein zu lassen. Wenn Sie sagen, im Kleinen, ist das dann in der Klasse oder in der 1-zu-1-Interaktion? Wo beginnt das Kleine? Klein beginnt, glaube ich, in der 1-zu-1-Interaktion. Das kann sein in Gesprächsanlässen, Mentor-Mentee-Beziehungen, das kann sein in Gruppenarbeiten, in Klassenarbeiten, das kann sein in Teamstrukturen in der Schule, das kann sein in Projektwochen. Die Größe von klein ist relativ, mit klein meine ich, mit einem Schritt beginnen, um in einer nahen Zukunft eine gesamte neue Oberstufe zu haben. Eine Stellschraube ist, die Vision klar zu haben. Wo möchten wir als Schule in 10 Jahren sein? Wie möchten wir, dass unsere Schule aussieht? Wie möchten wir gemeinsam lernen? Wie möchten wir gemeinsam das Schulleben gestalten? Und heute beginne ich mit einem ersten Element davon, wo es gegebenenfalls reicht, mit einer kleinen Gruppe von Menschen
die loslegen wollen, die es ausprobieren wollen, anzufangen. Und dann als in einem positiven Sinne eine Keimzelle, eine fruchtbare Zone, das ausstrahlt und dann in die Weiterentwicklung geht. Und es größer wird, breiter wird, ausgeweitet wird und sich Schule damit Schritt für Schritt in etwas hineinentwickeln kann, wo wir sie gerne haben würden als Schulgemeinschaft. Und was wir dafür brauchen, ist die zweite Stellschraube. Wir brauchen an Schule aus meiner Sicht Resonanzräume, Räume, in denen bewusst zu Gesprächen und zum Zuhören eingeladen wird, und zwar alle am Schulleben Beteiligten. Denn ich bin der Überzeugung, dass insbesondere in schwierigeren Konstellationen wie der Oberstufe, wo vielleicht der Mut mehr Schmackes haben darf als in einer Mittelstufe, weil es nicht selbstverständlich ist, die Oberstufe weiterzuentwickeln, dass wir gerade in diesen Bereichen die Kraft der Schwarmintelligenz brauchen und uns gegenseitig gut zuhören und mitnehmen müssen mit der Frage, wie wollen wir unseren Weg gehen, der Schulentwicklung, als Schulgemeinschaft? Wie wollen wir ihn ausgestalten? Und wenn uns das gelingt, Resonanzräume schaffen und im Kleinen beginnen, haben wir einen guten Start aus meiner Sicht, um Schritt für Schritt unsere Oberstufe in einen Veränderungsprozess einzuladen, den sie in den nächsten Jahren gehen kann. Herr Stöffler. Ich will das, was Barbara gesagt hat, unterstreichen. Ich würde jetzt aber noch zwei Punkte ergänzen und nicht einfach das Gleiche wiederholen. Ein Punkt würde ich sagen, wir haben jetzt alle gesehen, was zum Beispiel im Ausland geht. Wir haben gesehen, auch was in anderen Schulen zum Teil geht. Und manche gehen mit nach Hause, dass sie sagen, das geht bei uns nicht. Und ich würde mir wünschen, dass dann wir alle an der Stellschraube drehen und dann sagen, wenn ich sage, das geht bei uns nicht, überlege ich mir gleichzeitig, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es bei mir geht. Und dann könnte ich den Schritt machen, dass ich dazu komme zu sagen, vielleicht geht es bei uns so nicht. Aber dann die Frage mir stellen, wie könnte es denn bei uns gehen? Und mit dieser Idee, mit dieser Vision, auch mit dieser Energie zurückgehen in die Schulen und da schauen, dass man andere findet, die sozusagen Gleichgesinnte findet und mit denen auf den Weg geht und nicht einfach an dem stehen bleibt. Das geht bei uns nicht. Ein weiterer Punkt würde ich noch ergänzen. Ich habe es in mehreren Gesprächen auch hier gemerkt, wie wichtig uns jetzt diese Vernetzung auf dieser Ebene gerade ist. Und ich würde mir eine Verstetigung von Vernetzung von Schulen wünschen, die in der Oberstufe neue Wege gehen wollen. Weil dadurch Frustrationen überwunden werden können. Weil dadurch man sagt, Mensch und Kind, die haben das hingekriegt, warum sollen wir das nicht auch hinkriegen? Und da würde ich mir auch die Schulakademie als Unterstützung wünschen, dass es solche Netzwerke jetzt eben, wir reden immer von Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt das zweite Forum zum Thema Oberstufe. Ich würde mir wünschen, dass aus unseren Schulen ein Netzwerk von Schulen wird, die alle eben sich gegenseitig anstecken, wie eine ansteckende Gesundheit, dass sich das auswirkt in ganz Deutschland und so ganz viele Schulen zusammenkommen. Es sind ja nicht nur die, die jetzt da sind. Es sind ja ganz viele noch mehr, die auch Lust haben, was Neues zu gestalten. Und diese beiden Punkte, fände ich, könnte dazu beitragen, dass sich was verändert. Das führt uns ja zur Frage sozusagen, wie wir diesen Transfer hinbekommen. Das, was Sie im Grunde 3 Jahre lang in den Innovationslaboren sehr stark auch sich angeschaut haben, die Erfahrungen, die an einzelnen Standorten, in einzelnen Konstellationen gemacht haben, inwiefern die erweiterbar, verallgemeinerbar sind und vor allem auch übertragbar. Wo kann ich sie adoptieren? Wo finde ich überhaupt für mich die Vorbilder, die Inspiration, das Material, die Ideen, mit denen ich dann bei mir auch passend weiterarbeiten kann. Gibt es da Ansätze, wo Sie sagen, ja, da haben wir bereits solche Punkte, in die wir reingehen können? Also ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sowas wie Hospitation überhaupt, der Dialog der Schulen untereinander, also auch für mich in meiner Aufgabe als Schulentwickler war das immer herausfordernd und am allerbesten zu sehen, wie machen es andere. Und
ich kann oft gar nicht sagen, dass ich mit einer konkreten Idee irgendwo hingegangen bin. Aber zum Beispiel, als wir nach Finnland gereist sind, dann hat man einfach gesehen, was machen die? Und eine Idee hat einem sofort eingeleuchtet und gesagt, warum machen wir das nicht auch? Und so gibt es viele Dinge, wo ich glaube, manchmal ist man ja gar nicht so in dem Punkt, dass man, es gibt Situationen, wo man ganz konkreten Leidensdruck hat und sagt, da muss ich was ändern. Es gibt aber auch Situationen, wo ich noch gar nicht weiß, woran wir eigentlich leiden oder was eigentlich anders möglich ist. Ich sehe erst, ich lerne erst sehen dadurch, dass ich bei anderen was anderes sehe. Und das, denke ich, ist eben auch, hängt mit den Netzwerken zusammen, aber auch mit Hospitationen, aber auch mit Ideen zusammen zu sehen, okay, Mensch, da ist eine Sache, das haben die relativ einfach umgesetzt und sowas könnten wir auch machen. Und letztlich natürlich, der entscheidende Punkt ist mir, ist schon, dass auch wir Schülerinnen und Schüler zuhören, dass wir Eltern zuhören und dass wir sehen, worunter sie leiden, beziehungsweise was sie sich wünschen würden für die Schulen. Frau Stockmeier? Ich unterstreiche das ganz besonders, was Friedemann sagt, das Netzwerken. Ich denke, Schulentwicklung hat auch ein bisschen was mit dem Bild von einem Bau zu tun. Stein auf Stein, Stein auf Stein, und die Steine können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Und dieses bausteinartige Zusammensetzen, das, was ich für meine Schule und meine Gemeinschaft brauche, und das sozusagen individuell zu kombinieren und mein eigenes Bild, vielleicht mein eigenes Mosaik daraus zu kreieren. Das gelingt uns insbesondere gut, wenn wir das, was in Oberstufen in Deutschland und international schon passiert, sichtbar machen, so konkret wie möglich. Sodass ein Schritt bei uns im Innovationslabor auch war, all das, was die beteiligten Schulen schon Tolles machen, zu sammeln, sichtbar zu machen, darzustellen. Denn so wie du sagst, Friedemann, und wie auch Anne Slifka heute in ihrem Vortrag gesagt hat, ne, die Vielfalt der Optionen für die Bildungslandschaft, die Vielfalt der Optionen für die Schulen sichtbar machen, weil erst wenn ich das Menü kenne, weiß ich, was ich auswählen möchte. Und ich glaube, da liegt auch eine spannende Aufgabe für uns, Schritt für Schritt immer noch mehr gute Beispiele aus der Praxis zu teilen und auch schiefgegangene Beispiele aus der Praxis zu teilen. Wir haben alle welche in unseren Rucksäcken, sodass auch wir aus Fehlern lernen können und Fehler zu unseren Schätzen werden. Denn ich habe es gerade auch im Chat gelesen, fand ich einen ganz wertvollen Beitrag, wo nochmal jemand sagt, Chaos und Unsicherheit aushalten und Fehler als Teil unserer Kultur zu sehen. Und so, wenn wir einen falschen Weg eingeschlagen haben, korrigieren wir und gehen den anders weiter. Auch das ist eine Haltung, die wir Schritt für Schritt immer besser lernen dürfen, auch wenn sie uns gegebenenfalls hier und da noch ungewohnt in der Bildung vorkommt. Darf Sie ich beide schon? Ja, bitteschön. Darf ich auf eine Äußerung, die Auf jeden Fall. im Chat gerade geäußert wurde, nochmal eingehen? Also die Frage, wo gibt es denn diese tollen Schulen? Wo sind die Schulen, an denen man sich orientieren kann? Ich glaube, es gibt nicht die Idee, es wäre auch verrückt zu sagen, es gibt die Schule, die mein Vorbild ist oder sonst was. Es gibt es nicht. Aber es gibt Schulen, die auf dem Weg sind. Und der entscheidende Punkt ist, erscheint mir der zu sein, dass es Schulen sind, die sagen, wir sehen die gesellschaftlichen Herausforderungen, wir sehen die Welt, wie sie ist, wir sehen die Schülerinnen und Schüler, wie sie sind und wie sie sich entfalten könnten. Und wir arbeiten da jeden Tag daran, unsere Schule in die Richtung zu verbessern. Und das ist der entscheidende Punkt. Nicht, dass es die Schulen gibt, die total gut sind, aber es gibt Schulen, die auf diese Herausforderungen reagieren. Und ich glaube, da sind ganz viele hier, die auf dem Weg sind. Und ich kann mir den einen nächsten Schritt von einer anderen Schule abschauen oder von einer anderen Schule wieder einen anderen Schritt abschauen. Ich muss nicht ein Idealbild von Schule hier in Deutschland haben. Das habe ich auch nicht. Das, was Sie angesprochen haben mit der Netzwerkidee, haben Sie eben schon mal genannt. Das stößt auch auf viel Resonanz im Chat. Wenn Sie mit parallel reingucken, sehen Sie das zwei Hinweise. Einmal das Twitter-Lehrerzimmer wird als sensationelles Netzwerk gepriesen. Und wir haben die Pioneers of Education. Auch da ist gerade eine, oh, jetzt war ich gerade ganz irritiert. Simone Eisenmann hat geschrieben. Ich dachte Susanne Eisenmann und dachte, was macht die denn? Genau, Pioneers of Education, auch diese Adresse ist im Chat zu finden.
Und was auch viel angeregt wird und was ich auch wahrgenommen habe in diesen Debatten seit gestern Nachmittag, war, dass häufig der Ansatz kommt so, wir können mit guter Praxis tatsächlich auch auf die Politik ausstrahlen und wirken. Wir können Lobbyarbeit machen, im Grunde für ein besseres Lernen, wenn man so möchte. Das ist, glaube ich, Frau Stockmeier, einer der Gedanken, die man vielleicht nicht nach vorne stellen sollte, aber die man auch nicht vergessen sollte, weil sie immer mitschwingen und immer so eine Wirkung entfalten, ne? Unbedingt. Ich glaube, wir müssen unbedingt jetzt zeigen, wie wir uns Schule vorstellen, in dem Maße, in dem es unter den rechtlichen Bestimmungen aktuell möglich ist. Immer mit dem Impuls, dass hoffentlich positiv evaluierte Ergebnisse aus Schulen, die anders arbeiten, Einfluss auf Entscheidungen haben. Wir dürfen darauf wohl leider nicht als, wie nennt man das, als Selbstverständnis vertrauen. Das muss eindeutig gerahmt werden von einem bildungspolitischen Diskurs, der zwischen entsprechenden, ich nenne es mal, Playern in der Bildungslandschaft und Bildungsministerien und Kultusministerkonferenz geprägt, angestoßen und fokussiert wird und in der wir als Schulpraktikerinnen sozusagen wieder mit zu Wort kommen und unseren großen Erfahrungsrucksack mit einbringen. Es wäre schön und ich denke, es ist eine Illusion, darauf zu vertrauen, dass gute Beispiele automatisch zu einer Veränderung des Systems führen. Dann hätten wir, das wäre sehr verwegen, das zu glauben, weil das würde ja fast unterstellen, dass es in den letzten Jahrzehnten zu wenig gute Schulen gäbe. Und da möchte ich wohl sehr stark widersprechen, denn seit es Schulen wohl in diesem Jahrhundert zumindest gibt, gibt es immer tolle Schulen und unglaublich engagierte Menschen, wie alle hier, wie wir sind, die das Beste machen. Herr Stöffler. Ja, das würde ich also auch unterstützen, dass es die Frage ist für mich an der Stelle, und das ist auch, da ist auch mein Leidensdruck, wo ich feststelle, dass ich sagen würde, eigentlich gibt es, wäre es, könnte es der Wunsch und das Interesse sein, der Behörden, auch der Kultusministerkonferenz, zu schauen, wie können wir innovative Konzepte unterstützen und nicht, wie versuchen wir möglichst alle Schulen auf dem gleichen Niveau zu halten. Natürlich letztlich alle Schulen auf das gleiche Niveau zu bringen, aber das Ziel muss sein, sich an den innovativsten Konzepten, an den Konzepten zu orientieren, die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen und ihre Selbstwirksamkeit fördern. Und wenn die KMK diese Idee hätte, nicht eine Normierung, eine Einheitsnormierung für alle, sondern eine Vision in Richtung Schule unterstützen, zu sagen, lass uns ermöglichen. Ich will es am Corona-Beispiel mal zeigen, wo da auf einmal was aufgebrochen ist an vielen Schulen. Warum haben die Kultusministerien da nicht gesagt, Leute, jetzt macht mal, guckt mal, wie ihr die digitale Formate habt. Wir werden euch unterstützen. Sagt uns, wo wir Unterstützung braucht. Überlegt mal zunächst nicht, welche alles datenschutzkonform ist, sondern überlegt mal, was könnt ihr jetzt unter dieser verrückten Rahmenbedingung machen? Und wir multiplizieren dann die besten Ideen bundesweit. Das wäre eine ganz andere Herangehensweise gewesen. Es hätte Innovation in die Schule gebracht. Und ich denke, diese Denkweise würde ich mir wünschen, dass wir in die Politik reinbringen. Und müssen wir eigentlich in die Politik reinbringen. Wir wollen in Deutschland Schulen machen, die Schülerinnen und Schüler zur Selbstentfaltung bringen. Und da alles dafür tun. Und das ist auch mein Ziel, das ist die Kultusverwaltung und die Kultusministerkonferenz auch. Wenn Sie ansprechen, dass die aktuelle Situation, die Krise, die durch Corona und die Pandemie ausgelöst wurde an den Schulen, dass das eben auch eine Chance ist, dann müssen wir wahrscheinlich spätestens seit gestern, aber eigentlich auch schon seit einem ganzen Jahr feststellen, die Kultusminister arbeiten nicht allzu scharf daran, im Moment diese Krise zu überwinden. Insofern haben wir noch lange eine Chance, umso dringender, dass wir sozusagen die Perspektiven erweitern. Ich nutze mal eine Wortmeldung von Cornelia von Ilsemann, die sagt, wir müssen uns im Grunde auch über die Gewerke hinweg vernetzen, Wirtschaft und Wissenschaft mit an Bord holen. Wirtschaft hatten wir gestern schon mit auf dem Podium mit Herrn Krämer, aber die Wissenschaft haben wir auf jeden Fall heute noch mal mit dabei und ich darf Anne Slivka und Dorit Bosse mit auf die Bühne bitten, wenn man das hier so nennen kann, die ja beide auch schon in aktiven Rollen in den vergangenen beiden Tagen mitgearbeitet haben, Impulse gesetzt haben, mitdiskutiert haben. Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Bosse, wenn Sie diese ja, jetzt Anknüpfungen sozusagen an die Erfahrungen der Innovationslabore hören,
Wo sagen Sie, das sind Punkte, da können wir auch als Wissenschaft entweder sofort zuliefern oder das sind Punkte, da müssten wir eigentlich rein als Wissenschaft und noch schauen, dass wir eben Daten und Erkenntnisse beisteuern? Ja, ich habe ja gestern bei meinem Vortrag auch versucht, deutlich zu machen, dass wir vor allem auch überzeugend sind, zum Beispiel gegenüber der Politik, wenn wir Dinge auch begründen können und evaluativ begründen können. Also Evidenzbasierung ist ja in den letzten Jahren das große Zauberwort geworden. Und von daher denke ich, ist das auch wichtig für uns innerhalb der Innovationslaborarbeit, aber auch für die Deutsche Schulakademie, eben das immer wieder auch zu berücksichtigen, dass wir nachweisen können, dass bestimmte Innovationen gut und wichtig sind. Und das wäre so mein Appell, dass man einfach auch versucht, evidenzbasiert zu argumentieren, wenn man etwas erreichen will. Das wäre so ein Punkt, der mir wichtig ist. Und vielleicht möchte Anne Slivka dazu noch ergänzend etwas sagen. Ich weiß nicht. Kann ich gerne machen. Also ich glaube, dass sich politisch dann was löst, wenn wir das schaffen, eine Innovationsagenda zu fordern von der Politik. Also weil das ist das, was man sieht in den Ländern, die ich auch schon erwähnt habe. Also was verbindet diese Länder? Die sind ja sehr unterschiedlich. Also wenn man sie sich anschaut, so mein Musterbeispiel ist immer so ein bisschen Singapur und Finnland, das sind oder Estland, das sind ja völlig unterschiedliche Länder, kulturell, geografisch, ökonomisch etc. Was die verbindet, ist, dass die eine explizite Innovationsagenda haben. Übrigens auch Kalifornien, weil ich hatte zwei Beispiele aus Kalifornien mit dabei. Das trifft überhaupt nicht für die ganze USA zu. Ja, das kann man überhaupt nicht sagen. Also es gibt in den USA gigantische Disparitäten, was Bildungsinnovation angeht. Sieht man ja übrigens auch in den Daten. Wenn man die USA-Daten anschaut nach den Bundesstaaten, sieht man sehr große Unterschiede. Aber Kalifornien hat eine Innovationsagenda, ja, und da ist dann auch eine Offenheit da für Veränderung. Also ich glaube, man müsste halt jetzt diese Covid-Dekade, ich habe heute Morgen irgendwie das neue Policy-Papier gelesen von der British Academy, ja, die haben so ein Policy-Papier veröffentlicht, wo sie sagen, die nächsten 10 Jahre werden die Covid-Dekade, also 10 Jahre im Schatten der Pandemie. Und die Frage ist, ob man in diesen 10 Jahren das schafft, sozusagen eine proaktive Innovationsagenda auch zu fordern von Politik. Und diese Forderung kann ja von allen möglichen Seiten artikuliert werden. Also das kommt ja aus der Wirtschaft schon teilweise, dass die sagen, wir brauchen einfach Absolventinnen und Absolventen, die bestimmte Fähigkeiten haben oder auch bestimmte Haltungen mitbringen etc. Aber das kann ja genauso gut von den Schulen kommen und auch aus anderen Richtungen. Also im Grunde muss der Diskurs einer sein, der in die Zukunft gerichtet ist und nicht in die Vergangenheit. Und wenn so ein Diskursumfeld geschaffen wird, dann wird wahrscheinlich auch vieles möglich, auch in Richtung Modellversuche. Ja, weil man braucht dann schon auch Rahmenbedingungen, in denen man bestimmte Dinge erproben darf. Und da zeigt mir jetzt so ein bisschen die Forschung aus Kanada zum Thema Schulentwicklung, ist ja auch eine empirische Forschung, dass was am besten funktioniert hat, ist immer dann gewesen, wenn Top-Down- und Bottom-Up-Prozesse ineinander gegriffen haben. Also wenn sozusagen Bottom-Up-Prozesse, wie sie jetzt hier auch sichtbar geworden sind, durch viele hochinnovative Konzepte aus einzelnen Schulen oder aus Schulverbünden, wenn die dann irgendwie begegnet sind einer Top-Down politischen Strategie, ja, und wenn sich das trifft, also dieses Momentum aus Top-Down und Bottom-Up oder umgekehrt Bottom-Up und Top-Down, dann kommt ein System richtig in Bewegung. Wie schafft man es, Frau Bosse, an dieser Stelle etwas zu gewährleisten, was im Chat gerade auftauchte, nämlich die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, also dass nicht nur so ein paar Early Adopters von neuen Strategien nach vorne preschen und sagen, wir wissen, wie es geht oder wir haben bei uns klappt es ganz toll und die anderen stehen so staunend ein paar Kilometer dahinter und gucken, wie die abhauen, sondern dass eben im Grunde auf breiter Front eine solche Entwicklung entsteht. Ich glaube, indem da die Notwendigkeit einfach deutlich wird. Also Andreas Schleicher hat gesagt, die nächste Generation muss Arbeitsstellen aufbauen und nicht mehr suchen. Und ich glaube, das ist die richtige Denkfigur. Ja. Und wenn wir
in unserer Gesellschaft oder auch wirtschaftlich gesehen einfach Innovatoren und Innovatorinnen brauchen als Absolventen und Menschen, die nicht Trittbrettfahrer sind, sondern einfach das Fahrzeug lenken, dann ist ganz klar, dass sich in der Schule auch was ändern muss. Und ich glaube, diese Notwendigkeit, was wir gesellschaftlich und wirtschaftlich brauchen, das kann ein Motor dafür sein, dass wir auch die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Oder vielleicht, weil Anne Slifka da auch so die aktuellen Bezüge hergestellt hat, wenn man sich anguckt, was in der Welt in puncto Fake News oder Querdenker oder solche verrückten Dinge passiert, dann kann man doch einfach nur sagen, wir brauchen von einer Generation möglichst viele, die möglichst lange in der Schule waren und viel Bildung genossen haben. Mhm. Weil das ist die beste Gewehr, das beste Rezept gegen Dummheit, viel zu lernen und viel zu wissen. Und deshalb bin ich ja eine große Verfechterin dafür, dass man möglichst vielen Jugendlichen so lange wie möglich viel Bildung ermöglicht, indem sie eben auch vielleicht lange in der Oberstufe bleiben. Vielleicht müssen ja nicht alle Abitur machen, aber einfach eine lange Pflichtschulzeit mit hohen Bildungsangeboten, modular aufgebaut, sodass jeder das erreichen kann, was ihm wichtig ist, wenn man nicht ganz so radikal vorgehen, wie es Anne Slifka bezogen auf einige Länder aufgezeigt hat. Und das wäre so für mich ein ganz wichtiger Punkt, deutlich zu machen, wir brauchen für die nächsten Generationen einfach ganz viele gebildete Menschen, die nicht unbedingt nachher alle an die Universität müssen. Die können auch in der beruflichen Bildung Wichtiges tun, aber sie müssen etwas bewegen in unserer Gesellschaft und nicht mehr auf der Suche nach Arbeitsplätzen sein, sondern sie selber schaffen. Das wäre für mich so ein wichtiger Punkt. Und wenn das klar ist und wenn der gesellschaftliche und wirtschaftliche Druck auch da ist, dann glaube ich, können wir auch viele Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Ja, und ich glaube, wir müssen auch die berufliche Bildung und die traditionelle akademische Bildung stärker verzahnen oder stärker miteinander integrieren. Also ich hatte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten befragt für ein Projekt in der späten Mittelstufe, also kurz vorm Eintritt in die Oberstufe. Und ein Feedback war, und es war ganz interessant, weil es kam vor allem an wirklich sehr traditionellen Gymnasien, also teilweise wirklich altsprachlichen Gymnasien, kirchlichen Gymnasien. Da kam dann dieser Wunsch, danach mal was Praktisches mit den Händen zu machen. Also das hat mich dann überrascht. Das war wirklich so, wir würden gerne mal was Praktisches machen. Wir würden gerne mal was bauen, was man wirklich dann sieht, ja, und was man dann irgendwie nutzen kann. Also das hat mir irgendwie gezeigt, dass diese Trennung auch zwischen praktischer Bildung und akademischer Bildung, diese ganz strikte Trennung, dass die im Grunde auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, weil das, finde ich, zeigt auch so ein Land wie Dänemark, dass die wirklich auch stolz darauf sind, dass zum Beispiel auch Menschen aus Familien, in denen alle vorher schon studiert haben, dann plötzlich sagen, ich will aber Handwerker werden. Das haben mir die Dänen erzählt. Das ist auch ein Effekt der Afterschoolen, sagen sie, dass man irgendwie da lernt, wofür man sich begeistern kann. Und das dänische Steuersystem ist so, dass am Ende dann der Zahnarzt gar nicht so viel mehr verdient als der Handwerker oder sogar eben weniger, je nachdem, ja. Und dann ist es wirklich eine Frage von Begabung und Interesse und nicht eine Frage von der sozialen Herkunft, was jemand dann macht aus seinem Leben. Ich habe zwei, die mit den Hufen scharren. Einmal Friedemann Stöffler und ich glaube auch Barbara Stockmeier hatte schon mehrfach signalisiert, sie will noch was sagen. Herr Stöffler, fangen Sie an. Da anknüpfend, es gibt bei uns eine Schule, die mit ihm dabei war, die das duale Gymnasium hat, also wo Gesellenbrief und Abitur miteinander kombiniert werden kann. Aber auch da sieht man, dass die Flexibilität in der Oberstufe dringend notwendig ist, damit es gut gelingen kann. Also auch das gibt es ja und das ist der entscheidende Punkt für mich, scheint zu sein, und das habe ich jetzt über die ganzen Tage auch immer wieder gehört, also nicht so sehr, was brauchen wir an Schülerinnen und Schülern nachher in der Wirtschaft? Das ist sicher auch eine Frage. Aber die entscheidende Frage ist, wie schaffen wir, dass Schülerinnen und Schüler merken, dass sie das, was sie tun, als für sich sinnhaft erleben, eben wie merken wir, dass Selbstwirksamkeit möglich ist. Und da muss es möglichst viele verschiedene Facetten geben, muss Scheitern ermöglicht werden, muss es Seitenwege geben, muss es unterschiedliche Strukturen geben, damit wir am Ende eigentlich Schülerinnen und Schüler sagen, die Schulzeit war für mich eine Zeit, in der ich meine Begabungen entdecken, entfalten konnte und vertiefen konnte.
Und daran muss eigentlich Schule sich messen lassen, ob sie am Ende genau das gewährleistet. Und die Schüler nicht nachher sagen, ich habe jetzt Abitur gemacht und nachher weiß ich überhaupt nicht, was ich kann. Das ist sicher eines der Defizite in manchen Schulen und Schulsystemen und daran zu arbeiten. Und das wäre für mich einer der Hauptmotivationsgründe an der Veränderung der Oberstufe zu arbeiten. Stockmeier. Ich möchte nochmal aufgreifen, die letzte Frage nach, wie bekommen wir die Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot? Wie schaffen wir es, dass wir als Schulen, als Gemeinschaft voranschreiten? Und ich glaube, dass ein wesentlicher Auftrag von allen Schulen in den nächsten Jahren sein wird, dass Schulen Ermöglichungs- und Lernräume für die Pädagoginnen und Pädagogen schaffen, in denen sie in das neue Lehren und Lernen hineinwachsen dürfen. Ein Großteil von uns ist durch eine Lehrerinnen- und Lehrerausbildung gegangen, die ein sehr klares Bild vom Lehrerberuf sogar vermittelt hat. Sind weniger unter uns, so meine These, die das Studium als Erfahrungsraum erlebt haben, indem sie sich selbst in ihrer Lehrerinnenrolle gefunden haben und entsprechend die Kompetenzen ausgebaut haben. Wenn wir von unseren Schulen, wenn wir mit unseren Schulen Entwicklungswege gehen wollen, müssen wir, da trifft das Verb müssen zu, müssen wir auch Sorge tragen, dass jeder vom Überzeugten bis zum Kritiker die Chance hat zu lernen, wie ich in diese neue Rolle hineinwachse, die Erfahrung zu machen, ob ich mich in der Rolle für ein neues Lehren und Lernen wiederfinde, wie ich mich dazu positioniere und wie ich meinen eigenen Weg daraus gehe. Und das erfordert eine andere Haltung bezüglich des Bildes, welches gegebenenfalls in manchen Bereichen immer noch auf die Lehrperson gilt, nämlich die allwissende, ich überspitze, allwissende, fehlerfreie Person, die weiß, wo es lang geht, die die Ziele kennt und die am Ende die Klausur stellt, indem sie prüft, ob die Schülerinnen und Schüler auch das Richtige gelernt haben und es richtig ausdrücken können und zu Papier bringen können. Und dieser Entwicklungsweg wird ein schöner sein und ein herausfordernder, den wir nicht wegreden dürfen. Und dann kommt der Schulterschluss mit den Universitäten, in denen selbstverständlich dieser Wandel für eine, ich nenne das jetzt einfach mal eine neue Lehrerinnenausbildung, weil wir auch von einer neuen Oberstufe sprechen, im Schulterschluss mit den Praktikerinnen und Praktikern, die jetzt die Erfahrungen sammeln, auch den Entwicklungsweg geht und die Lehrerinnen und Lehrer, die sich jetzt ausbilden an Universitäten und pädagogischen Hochschulen, schon bereits in der Ausbildung auf die unterschiedlichen Facetten des neuen Lehrerinnenberufs eingestimmt werden. Ich überspitze das mal. Heißt das, dass wir dürfen ja ein paar steile Thesen durchaus auch zur zeitgemäßen Oberstufe in die Welt setzen? Heißt das, dass wir im Grunde die Oberstufe zu Lern- und Erfahrungsräumen machen, nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für die Lehrkräfte? Aus meiner Sicht unbedingt. Es wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler, zu glauben, wir können uns auf dem Papier theoretisch eine fantastische neue Oberstufe ausdenken, in der wir alle Impulse nationaler wie internationaler Ebene integrieren und ein fantastisches Gebäude dazu architektonisch designen lassen und gehen mit dem, wie wir geprägt sind aus unserem 10, 20, 30, 40, 50-jährigen Berufsleben, da rein und arbeiten nicht an uns, an unserer Haltung, an unserem Selbstverständnis, entwickeln uns gemeinsam weiter, dürfen uns reiben, dürfen Skeptikerinnen sein, dürfen Widerständler sein. Veränderung heißt auch immer an der eigenen Komfortzone arbeiten, im positiven Sinne. Und ich finde, es ist ein Muss, dass wir nicht zu jedem Zeitpunkt schreien müssen als Hurra, wir verändern unsere Schule. Das darf anstrengend sein und das muss Raum haben. Entwicklung ist kein Selbstverständnis. Auch wenn wir uns alle das so wünschen, haben wir alle gute und schlechte Phasen. So meine These. Aber meine These, ich würde das noch ein bisschen an der Stelle ergänzen wollen. Meine These wäre,
dass wir zu dem kommen müssen, dass Entwicklung was vollkommen Normales ist. Also dass sozusagen nicht die Position, wir haben jetzt haben wir eine digitale Schule, das werden wir nie haben, sondern es wird so sein, dass sich Schule an der Stelle immer weiterentwickeln wird und nicht nur an der Stelle. Und das zur Schule als selbstlernende Organisation, die sozusagen die Entwicklung implementiert hat als Teil des Konzeptes und nicht als Störung des Betriebs, das wäre sozusagen die Vision einer Schule der Zukunft. Das finde ich so einen guten Punkt mit dem Lernen, dass sich alle als Lernende begreifen. Das ist auch was, was ich bei diesen internationalen Systemen irgendwie ausgemacht habe, dass alle Akteurinnen und Akteure sich als Lernende begreifen. Und zwar nicht nur an den Schulen, sondern auch auf den Ebenen im System wie Schulaufsicht oder Ministerien. Also dass auch dort dass der Habitus ist, ich bin eine Lernende oder ich bin ein Lernender. Ja, und nicht, ich bin jemand, der ein System verwaltet, also ein Status quo irgendwie verwaltet, von dem wir alle ahnen, dass er möglicherweise obsolet ist in der Form. Oder jemand, der sagt, ich weiß sowieso schon, wie es geht, weil wir wissen nicht, wie es geht. Also das ist ja, das hat Dorit ja eben sehr, sehr schön gesagt, also das ist eine Generation von Schülerinnen und Schülern, die werden ihre Berufe erfinden müssen. Also welche Generation hatte denn das vorher? Und wenn wir ein bisschen zum Schule, Bildung und Schule als Selbstzweck zurückkommen und nicht auf eine Dienstleistung gegebenenfalls für etwas, was in der Zukunft kommt, finde ich, wäre das erste Ziel, das wir verfolgen können, dass sowohl die Erwachsenen als auch die jugendlichen Menschen in Schulen einen Entfaltungsweg gehen. Einen Entfaltungsweg dahin, dass sie wissen und spüren, dass sie Gestalterinnen und Gestalter ihres eigenen Weges sind. Und das fand ich auch nochmal wichtig. Ich glaube, das war in dem Eingangspanel von Ackeren auch nochmal erwähnt, tatsächlich auch mit einer ethischen Reflexionsbrille auf die Entwicklungswege. Die wir als Schule, als Reflexionsraum nutzen müssen. Ich merke, ich habe meinen Faden vom Anfang verloren. Mein Satz hat keinen Sinn mehr gemacht am Ende. Aber was ich sagen wollte, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wenn es uns gelingt, dass Schulen Orte sind und das können wir gestalten, dass es ab morgen beginnt und schon gestern begonnen hat, dass wir gemeinsam Lernende auf dem Weg sind, indem wir uns gegenseitig unterstützen, uns zu entfalten. Schülerinnen wie Pädagoginnen auf dem neuen Weg und jeder in seinem Verantwortungsbereich und in seiner Möglichkeit, in seinem Möglichkeitsrahmen in eine Verantwortungsrolle begleitet wird, dann ist, glaube ich, viel Motor für Gestaltung möglich. Und wenn ich mir bildhaft überlege, was wir an Schulen vielleicht brauchen, damit das wieder mehr Raum findet, ist ein vielleicht klischeehaftes und überspitztes Bild, aber das regt vielleicht auch zu Diskussionen an. Wir brauchen vielleicht wieder mehr Lagerfeuer. Ergänzungen noch von Ihrer Seite, Frau Bosse, Frau Slivka, Herr Stöffler? Denn das Plädoyer für mehr Lagerfeuer ist ja durchaus eine These, die die Oberstufe interessant machen könnte. Ich würde vielleicht noch eine zweite These hinterher schieben, auch aufbauend auf das, was ich glaube vor allem Frau Stockmeier gesagt hat. Der Aufbau neuer Strukturen oder neuer Lernräume, neuer Lernwege sollte, haben Sie gesagt, nicht nach einem Masterplan erfolgen, nicht nach einem Rezept von oben nach unten durchdekliniert. An der Stelle sind dann, glaube ich, die Ministerien aus dem Spiel. Vielleicht müssen wir mit denen gar nicht mehr so viel rechnen. Die schießen sich selber gerade auch ein bisschen auf der Bahn. Die müssen aber im Prinzip tatsächlich auch das Go geben, weil ich erlebe schon tatsächlich sehr unterschiedliche. Eigentlich ist es das alte Innovationstypenmodell von Rogers. Das kennt vielleicht der ein oder andere von Ihnen. Das ist ja noch aus dem letzten Jahrhundert, das Rogers-Modell. Also der hatte ja diese sechs Typen, wie Menschen mit Innovation umgehen, ja.
Und da gibt es natürlich die, die ohne Netz und doppelten Boden einfach was Neues anfangen, auch wenn sie es nicht dürfen. Ja, die gibt es. Und die haben natürlich wahnsinnig viel bewegt. Und das sind ja die, die wir bei der Schulakademie treffen. Da trifft man ja genau diese Leute. Die haben einfach angefangen, da wo sie stehen, und haben auch nicht lange gefragt. Ja, teilweise haben sie auch erstmal undercover angefangen und haben es dann später erst irgendwie dann der Behörde erzählt oder so. Da gibt es unterschiedliche, teilweise sehr subversive Strategien. Ja, das sind so 3-5% maximal, denke ich mal, der Schulszene. Ja, die Wirtschaft, die suchen diese Leute. Also Google sucht die. Ne? Also die Firma Google sucht diese Leute und stellt sie ein und zahlt denen horrende Gehälter. Ja? Da bei denen sind es dann 50-60% oder so. Ja. Dann gibt es halt die zweite Gruppe, das sind so diese Innovatoren, Innovationsoffenen, die aber selber das Risiko nicht eingehen, die aber offen sind, die danach gesucht haben, die sich dann auch schnell dranhängen und die dann auch mitziehen. Und dann gibt es diese Early und diese Late Majority, also die Frühen, die früh auf den Zug aufspringen und die spät auf den Zug aufspringen. Und dann gibt es ja zwei Typen von Widerstand. Widerstand in der Sache und so ein grundsätzlicher Widerstand, also so ein Verbitterungswiderstand. Ja. So, und das Modell ist uralt und die Frage ist ja, deswegen muss Politik das Go geben. Politik muss sagen, ihr dürft. Weil sonst sind es nur hier die paar hundert Leute bei der Schulakademie, die sich hier treffen und sich gegenseitig Mut zusprechen. Vielleicht muss man es auch umdrehen und sagen, die bei der Schulakademie aktiv sind, die zu den 5 oder 8% gehören, die eben doch vorangehen und undercover oder mit offenem Visier auf jeden Fall die Veränderung vornehmen, um die es geht. Vielleicht müssen von Ihnen einfach auch noch 16 Leute Ministerinnen und Minister werden. Dann hätten wir ja eine Chance, dass sich auf dieser Ebene was tut. Das würde ich bestreiten, weil ich glaube, also ich habe sehr viele Bildungspolitiker erlebt, die interessiert und auch innovativ sind. Selbst auch Leute in der KMK sind es. Auch Leute in den Ministerien sind es. Aber man hat den Eindruck, das System ist an der Stelle ein bisschen krank. Das ist der Punkt. Und ich würde auch nochmal ein Plädoyer machen, für die einerseits zu sagen, ja, macht mal einfach. Aber wir haben bei Abitur im eigenen Takt gesagt, haben die gesagt, ja, macht doch mal und redet nicht drüber. Nein, wir wollen drüber reden, weil wir nicht nur für uns irgendwelche Freiräume schaffen wollen, sondern wir wollen an der Stelle was tun, was systemrelevant ist und was systemverändernd ist. Und ich wünsche mir eigentlich schon, dass sich eine Kultur verändert. Und ich glaube auch daran, das wird sich verändern. Das dauert bei uns noch vielleicht ein paar Jahre. Aber irgendwann mal wird, glaube ich, auch an der Stelle das System in Frage gestellt, sodass es eben nur ein Top-Down-Prinzip gibt, sondern einfach, dass die Leute in den verschiedenen Bereichen von ihrer Struktur sagen, wir haben Lust darauf, ein Forum zu haben, wo wir hören wollen, was machen denn die Schulen, wo wir hören wollen, was gibt es denn da für neue Ideen und wo wir die Frage stellen als Politikerinnen und Politiker oder als Schulverwaltungsträger, wie können wir euch unterstützen, dass ihr innovativ seid. Genau. Das Stichwort mit der Lust greife ich auf, denn das ist, glaube ich, das, was den Punkt ausmacht. Also Lust auf Veränderung. Ich nehme das auch als Schlusswort dieser Runde, denn mein Job ist es, sie jetzt alle abzuwürgen. Das tue ich hiermit und verweise auf die Lust an der Veränderung, die, glaube ich, sowohl in dieser Runde jetzt hier als auch in den Debatten, auf die Sie sich ja jetzt sowohl für die letzten 2 Tage bezogen haben, als auch für die Zeit der letzten Jahre, als die Innovationslabore gearbeitet haben. Insofern herzlichen Dank, Frau Bosse, Frau Slivka, Frau Stockmeier, herzlichen Dank, Herr Stöffler, für diese Runde. Und wenn Sie so ein bisschen parallel in den Chat geschaut haben, dann haben Sie gesehen, dass ganz, ganz viel noch davon wieder was ausgelöst hat. Also genau diese Lust auf Diskussionen und Veränderungen, von der die Schulakademie natürlich lebt. Und ich glaube, Sie haben das alle sehr deutlich gemacht. Vielen Dank Ihnen für dieses Mitwirken an diesem letzten Panel. Jetzt kommt ganz viel Applaus, den stellen Sie sich vor und wir nutzen die Zeit in diesen aufbrandenden Applaus hinein, um Sie einerseits technisch von der Bühne zu kegeln und andererseits Frau Wolf nach oben zu holen. Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung bei der Robert-Bosch-Stiftung, die ja als eine der wesentlichen Trägerinnen der Deutschen Schulakademie dem Thema eng verbunden ist. Frau Wolf, wo waren für Sie
in den vergangenen 2 Tagen, aber vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf die Innovationslabore, die Punkte, wo Sie sagen, Mensch, ja, das ist so richtig wichtig, das hat mich wirklich bewegt, das hat mich berührt, das nehme ich jetzt mit und denke, da müssen wir weiterkommen an diesen Stellen. Was war für Sie sozusagen, wenn man so will, die Highlights der Debatten, die Sie verfolgen konnten? Also ich glaube, ein ganz großes Highlight war jetzt die Abschlussdiskussion, weil sie einfach nochmal richtig gut zusammengefasst hat, was in den letzten Tagen diskutiert wurde. Aber auch wenn man auf die Vorbereitung blickt, einfach, dass wir am Anfang ja auch sehr skeptisch waren, ist das der richtige Zeitpunkt für so eine stark inhaltlich geprägte Debatte jetzt in der Corona-Zeit? Und die Anmeldungen haben gezeigt, es ist der absolut richtige Zeitpunkt, genau jetzt darüber zu reden. Es gibt einen ganz großen Bedarf. Sie haben sich alle angemeldet und allein die Teilnehmerzahl beim Abschlusspanel zeigt, wie groß auch das Interesse daran ist, wirklich bis zum Ende dabei zu bleiben und mit wie viel Herzblut Sie diese Debatte führen. Und gerade die Intensität ist etwas, was ich mitnehme, was wir auch mitnehmen jetzt in unserem großen Strategieprozess. Wir werden sehr viele der Fragen, die Sie heute in diesem Panel jetzt zum Abschluss auch nochmal eingebracht haben, mitnehmen. Wir diskutieren die auch schon, die Frage des Transfers, aber auch die Frage, wie wir Zukunft lebendig werden lassen können. Und ich glaube, Sie haben heute einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, weil nämlich Zukunft hier auch schon lebendig geworden ist. Das ist ein erster Anfang. Wir schauen, was wir tun können, auch mit der Institution Schulakademie, um tatsächlich eine politische Debatte noch sehr viel stärker mitgestalten zu können und auch Antworten zu geben auf eben die Politik, die manchmal auch vielleicht die Impulse von außen braucht oder nicht nur manchmal die diese Impulse von außen braucht. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen, weil alles gesagt wurde und Sie auch einen langen Tag hinter sich haben. Aber ich möchte nochmal im Sinne von Frau Stockmeier und auch Herrn Stöffler an Sie appellieren. Nutzen Sie die Grauzonen. Natürlich braucht es auch Strukturen, das ist keine Frage. Aber um Schule zu entwickeln, braucht es vor allem auch den Mut, Freiräume zu gestalten. Und Sie alle haben gezeigt in Ihrer sehr engagierten Diskussion, dass Sie bereit sind, diesen Mut auch aufzubringen und seitens der Stiftung und der Schulakademie möchte ich Sie da nochmal ganz explizit wirklich auch ermutigen, das zu tun. Wir brauchen diese Beispiele und was wir als Stiftung und Schulakademie dann tun können, um sie tatsächlich auch in die Breite zu bringen, das wollen wir gerne tun. Ich möchte an der Stelle einfach auch noch ganz kurz die Zeit nutzen, um Danke zu sagen. Ich möchte vor allem der Steuergruppe danken mit Anne Slivka als Themenleitung, die das Konzept für dieses Forum gemeinsam mit Barbara Stockmeier und Alexandra Braun entwickelt hat. Wichtig an dieser Stelle waren natürlich auch Friedemann Stöffler und Cornelia von Ilsemann, die da sehr stark beratend zur Seite standen und die Agentur mit Benjamin Knispel und Stefanie Wilhelm, die einfach auch den technischen Ablauf und überhaupt den Ablauf auch des Tages gestaltet haben oder der beiden Tage. Ich möchte auch den Dank an alle Referentinnen in den Panels, die mit ihren Impulsen dieses Forum durch eben auch die Fachdebatte extrem bereichert haben. Es waren sehr, sehr viele Mitwirkende aus den Schulen da, die in ihren Schulworkshops ihre gute Praxis dargestellt haben und gezeigt haben, was engagierte Pädagoginnen und Pädagogen leisten können und was sie einfach auch auf die Straße bringen. Herrn Himmelrath, Ihnen möchte ich auch danken. Sie haben durch Ihre tolle Art einfach dieses Forum auch bereichert. Sie haben sehr souverän durch die beiden Tage geführt und ja, dafür einfach vielen Dank. Alle Moderatoren, die in den Workshops gearbeitet haben, möchte ich danken und natürlich auch Ihnen, den Teilnehmenden, die dieses Forum bereichert haben. Wir alle arbeiten an unterschiedlichen Stellen jeden Tag daran, dass unsere Schulen ein bisschen besser werden. Und für dieses Engagement möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Ich glaube, wir brauchen diese engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, die an jeder Stelle und jeden Tag da ihren Dienst leisten. Machen Sie weiter, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Und ich freue mich auf jede weitere Begegnung mit Ihnen und wünsche Ihnen vor allem einen jetzt erholsamen und schönen Abend und guten Ausklang dieses Forums. Vielen herzlichen Dank, Frau Wolf.
Dank, auch für den Dank. Und ja, meiner Seite aus, ich darf Ihnen auch danken für die engagierten Diskussionen, fürs Mitmachen. Darf Sie noch auf zwei, drei Dinge hinweisen. Das eine ist die Videoaufzeichnungen und alle Dokumente, die es so gibt, Präsentationen, sofern Sie da sind, finden Sie zum Teil schon auf der Homepage, zum Teil kommen Sie so schnell wie möglich in den nächsten Tagen hinterher. Und dann können Sie diese Informationen natürlich und sollen Sie gerne auch nutzen, um sie an Ihren Schulen weiterzuteilen, damit weiterzuarbeiten. Wir werden oder Sie werden morgen noch eine weitere abschließende E-Mail erhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darin gibt es einen Online-Fragebogen, wo wirklich die große Bitte ist, dass Sie den ausfüllen. Das ist auch nicht nur so ein bisschen ankreuzen, sondern Sie dürfen an ein paar Stellen dann auch gerne inhaltlich nochmal Anregungen geben. Das ist sehr gewünscht, um eben die Möglichkeit zu haben, ja, dann beim nächsten Mal einfach darauf aufzusetzen, bestimmte Impulse nochmal verstärkt aufzunehmen. Also nutzen Sie gerne diesen Fragebogen, nehmen Sie sich gerne auch ein paar Minuten Zeit, um da nochmal drüber nachzudenken und zu beantworten. Wie gesagt, der kommt per Mail zu Ihnen und Sie müssen dann den Klick entsprechend aufbauen. Dann gibt es natürlich, oder gab es ja viel den Wunsch nach Vernetzung, taucht hier auch gerade nochmal im Chat auf. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist gleich mit Claudius Baumann und Andrea Blanek. Wir haben nochmal eine Runde Austausch und Netzwerk und gehen da auch gleich rüber. Das heißt, das dürfen Sie auch noch tun. Ansonsten von meiner Seite aus darf ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden und bedanken. Und das tue ich ja in der Regel bei Schulveranstaltungen oder Veranstaltungen, die sich um Schulpraxis drehen, mit dem Hinweis auf das chinesische Sprichwort. Sie kennen das mit den vier Dingen, die man im Leben getan haben sollte. Einen Baum pflanzen, ein Haus bauen, eine Tochter zeugen, meinetwegen auch einen Sohn. Und guten Unterricht machen oder Unterricht verbessern. Wenn Sie das tun, dann haben Sie ein erfülltes Leben. Und insofern herzlichen Dank fürs Dabeisein, herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.